Willkommen zurück bei Lies of Pi. So. Wir gehen weiter. Gegenstände können vom Hotel erworben werden. Polendian. Ja, das haben wir doch schon rausgefunden. Dankeschön. Genau. Wir gehen von Hub aus in das erste größere Gebiet. Und wie ich schon sagte, ja, das ist auch noch Teil der Demo. Ich weiß, ich erwähne die Demo aktuell häufig, aber ich will halt nicht so nach dem Motto, ja, ich bin hier total gut, weil ich total gut bin, sondern den Part hier kenne ich sogar noch. Und ja, ich habe diese Demo auch nur einmal gespielt, nicht jetzt irgendwie 50 Stunden oder mehrfach. Es gibt ja auch Leute, die Demo angefangen haben zu Speedrun. Nein, das habe ich nicht getan. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Okay. Er steht im Rampenlicht. Schade. So, hier ist unser erster Stargazer. Auch richtig schön, wie dieser Dampf da rauskommt und so. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte es am Anfang erwähnt. Ich spiele das Ganze auf der PlayStation 5, nicht auf dem PC. Okay, mit Gemini reden. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. So. Hatten wir, genau. Okay. Ach so, wir können übrigens tatsächlich von den Stargazern tatsächlich untereinander hin und her teleportieren. Du kannst dich Stargazer zu einem anderen teleportieren, du kannst nur zu den reisen, die du aktiviert hast. Stargazer im Gebiet mit einem Ereignis werden dir mit einem Hinweis markiert. Was heißt mit einem Ereignis? Ja. So, und bei Hotel Krat wird mir tatsächlich... Ach so, vielleicht das links, das Symbol beim Eingang vom... Oder das bedeutet, dass ich da bin. Egal. Mir wird auch angezeigt, welche NPCs anscheinend im Hotel sind. Okay, drei Leute. Scheint auch minimal stärker zu sein. Wurfzelle. Ja, man sollte immer nach Fenstern, die heller leuchtet sind, Ausschau halten tatsächlich. Manchmal sind dahinter Leute und reden mit einem. Wonderful. Warte, brauche ich vier Schläge. Ich hasse das. An dem scheiß Ding hängen bleiben. Okay. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Gut. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago, before the puppet frenzy. Okay, vor den Puppen waren. Haben wir Gegner? Ja, haben wir.
Leben wieder. Ich krieg sogar mein komplettes Leben wieder, wenn ich schnell genug angreife. In diesem Szenario gerade zumindest. Das hier wird wahrscheinlich von der anderen Seite öffnenbar. Zu öffnen sein. Öffnenbar. Okay, ist es ein Wort? Öffnenbar? Das Glas ist öffnenbar? Ich habe gerade ein neues deutsches Wort erfunden. Öffnenbar. Hallo Hund. Ach, so wächst auch die anderen. Das ist ja toll. Ach, und du schießt. Ja, komm mal hier hin. So schnell kannst du nicht schießen, wie ich wieder bei dir bin, mein Freund. Okay. Ist das eine normale Truhe? Keine Mimik. Lada F150 Rahmen. Ist das eine Art Ring? Oder Amulett? Ja, Ringe. Ach so, wir haben auch schon 4 Ringe. Ich erinnere mich gerade daran. Das haben wir den auch schon bekommen? Scheinbar, ne? Weil wenn ich mir angucke... Ah, achso, das sind... Achso, halt. Das ist eine Fütterung. Das ist eine Kartusche. Ein Konverter und ein Rahmen. Okay, wir haben schon 3 verschiedene Rahmen. Aktuell equipped. Physischer Schadensreduzierungsrate 7,36. Teile die Puppenrahmen verbessern, sie absorbieren physischen Schaden. Ein einfacher Rahmen, der von der Werkschaft hergestellt wird. Es handelt sich um einen Teil zur Verstärkung von Puppenrahmen. Okay, kann ich irgendwie... Okay, das hier hat... mehr Gewicht, also es macht mich schwerer. Aber es hat auch eine deutlich stärkere Schadensreduzierung. Solange wir noch nicht so viel Gewicht haben, ist das okay. Das ist nochmal... Holy shit. Ja, das ist ja nochmal schwerer. Also nochmal viel, viel schwerer. Aber nochmal stärker. Die Frage ist tatsächlich... Ist das noch eine normale Rolle? Ich muss das mal eben einmal kurz verifizieren. Oh, es ist nicht. Das hier ist eine schnelle Rolle. Okay. Das ist eine schnelle Rolle. Und wenn ich das alles anziehe, dann bin ich schon deutlich langsamer. Ja, ich bin deutlich langsamer. Aber gut, okay, wir gucken uns das mal in Ruhe an. Jetzt hier lang. Ach, da ist eine Leiter, okay. Ich wollte gerade schon sagen, wo muss ich denn lang? Aber ja. Na komm schon, Pinocchio. Hoch mit dir. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, nicht mein erster Tod. Nicht so. Ich möchte meinen ersten Tod gerne noch ein bisschen hinauszögern, auch wenn ich schon befürchte, ich weiß, wo mein erster Tod sein wird. Aber ich würde ihn jetzt gerade aktuell noch gerne ein bisschen hinauszögern. So, die Leiter wollen wir nach unten lassen. Hallo. Ein kleiner Shortcut. Oder? Da unten waren wir doch eben, ne? Ja, ich glaube ja. Okay, da ist nichts. Oh, da ist ein Fenster. Warte mal. Ist da jemand hinter? Schade. Nein.
Hallo. Au. Au. Nein. Wie war das mit dem Tod noch hinauszögern? Uiuiuiui. Ich zögere meinen Tod dann gerne noch ein bisschen hinaus. Oh Gott! Ja. Immerhin war mein Tod selbstbestimmt. HD 0, Abgrund 1. Natürlich musste der erste Tod, den ich habe, vom Abgrund kommen. Musste ja sein. Musste. Es ist, Und ich spreche 20 Sekunden vorher noch davon, dass ich gerne meinen Tod hinauszögern würde. Sternfragment. Ja, mit dem Sternfragment kann man tatsächlich sich Hilfe holen. Ah, die beiden mache ich noch hin. Nicht, dass sie mich irgendwie verfolgen können, oder? Oh. Ich kann bei den Sternfragmente farmen. Werde ich noch brauchen. Entschuldigung. Im Laufe des Spiels werde ich mit Sicherheit noch Sternfragmente benötigen. Also mal kurz gucken, dass ich hier aufpasse, wem ich hier wie... Legionsmagazin, okay. Das Problem ist, ich bin halt hier runtergefallen. Komm aber, glaube ich, jetzt nicht ganz so einfach. Ach so, fuck. Ich glaube, ich hab Mist gebaut. Falsch, starker Angriff. Oh wow. Starker Angriff. Nochmal starker Angriff? Na gut, ja. Okay, ein bisschen Stuff bekommen. Ich überlege gerade, da unten waren wir ja, ne? Das heißt, ich glaube. Oh, fuck. Oh! Ich würde gerne mein Zeug natürlich gerne wieder haben. Was im besten Fall hier hinten liegt. Memo, also im besten Fall. Wenn ich Pech habe, liegt das nicht hier. Bin ich denn runtergefallen? Auf der anderen Seite. Ich befürchte, ich bin auf der anderen Seite runtergefallen. Scheiße. Oh, meine schönen Sachen. Okay, es sind nur 1117, aber trotzdem. genau, aber wir müssen ja einfach nur nicht sterben, dann werden wir es schon wieder finden. Das klingt nach einem super Plan. Ich finde, das ist ein guter Plan. 1100 wären schon wieder ein Level-Up gewesen. Ja. Naja. Ein Level-Up für Waffen, wo ich noch gar nicht weiß, welche ich spielen werde. Aber ich glaube, man kann in dem Spiel auch irgendwann tatsächlich, seine Punkte resetten. Du erklärst mir ernsthaft jetzt nochmal. Finde ich okay. Mach das ruhig. Erklär mir alles. Ich will hier hin. Jetzt hängt der schon. Oh, wo kommst du? Oh, wo kommst du denn her? Au? Das war nicht nett. Aua. Oh, dich habe ich fast übersehen. Attributswiderstandsampulle. Okay. Oh, meine Sachen liegen hier oben. Oh, shit. well, that was kind of unfortunate. Das schneide ich raus. Ja, fuck. Did that actually happen?
Aber immerhin ist der Große übrigens nicht wieder gespawnt, scheinbar. Was ich ganz nett finde. Dass ich bei denen Sternfragmente farmen kann ohne Ende, finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, im weiteren Spielverlauf könnte ich das noch sehr gut gebrauchen. Gibt es eigentlich einen Koop? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube nicht. Schon wieder das Gleiche. Ich krieg zu viel. Du stackst mich. Du stackst mich und ich kann nichts mehr tun. Das ist jetzt nicht wahr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht angreifen. Ha! Das Spiel. Ich habe mich selbst in den Tod gebackt. Cool. Alright. Let's try that again. Ob wir wenigstens die 700 noch retten können, nachdem wir die 1000 verloren haben. Ich mag diesen Raum nicht. Eindeutig nicht. Aber ja, das war gerade die Schuld, die das typische Dark Souls-Problem. Dieses, du bist zu nah an einer Wand. Warum? Jetzt ist dir das egal, oder was? Man ist zu nah an einer Wand und dann... Genau, passiert genau das. Das hier. Und das hat mich in Dark Souls schon so oft umgebracht. Und jetzt in Lies of Pi hat es mich gerade zum ersten Mal auch umgebracht, weil man will den Gegner schlagen... Aber man ist zu nah an der Wand und dann kann man den nicht schlagen. Und ich war gerade quasi tatsächlich leider in dieser Ecke gefangen. Ich konnte nicht mehr angreifen, aber ich konnte auch nicht mehr nach geradeaus laufen, weil die halt vor mir standen. Deswegen, ich habe mich hier gerade selbst hier drin eingesperrt. Ja. Leider eine Sache, die es in Dark Souls gab und wie man jetzt hier sieht auch. Und jetzt hier würde das gleiche wieder passieren, dass ich gegen diese scheiß Truhe stoße. Na, so einfach kann es eigentlich sein. Weil hier habe ich ja eben auch versucht, den einen zu schlagen und bin an der scheiß Truhe hängen geblieben. Mann, Mann, Mann. So, können wir jetzt irgendwie mal kurz in Ruhe reden? Schornsteinfeger. Hey, du gibst mir gar nicht genug, dass ich... Das ist ja assi. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich, glaube ich, vertikal auch gucken, dass ob irgendwas... über mir ist, wollte ich gerade sagen. Das war nicht über mir, aber... Scharfes Rohr. Yay. Stopp. Boah, ich mag solche Brücken überhaupt nicht. Elektropolis Schleifmittel. Das ist sowas wie, hier Blitzpulver und sowas. Wollen wir uns was gucken? Wohin geht's hier? Wohin geht's dort? Und wohin geht's hier? Sollen wir uns kurz gucken, was wo ist? Da oben ist jemand, der auf mich schießen wird, wahrscheinlich. Kann ich den hier trotzdem noch vorher töten? Ja, konnte ich zum Glück. Ich bin... Wo geht's denn da unten hin? Ach, vielleicht zu einem Shortcut. Na, warte mal, das müssen wir mal ganz kurz ausprobieren, bitte. Weil ich nehme jeden Shortcut gerne mit. Eventuell ist hier irgendwo... Hallo? Oh, habt ihr aus Dark Souls nicht gelernt? Ich weiß, es ist ein anderes Entwicklerteam, aber... Ach, das ist doch ein Scheiß.
Oh, das wird mich noch so oft umbringen in diesem Spiel. Ist das hier mein Shortcut? Ja, oder? Gut. Ja, okay, ich weiß auch, wo ich bin. Okay, alles klar. Gut. Shortcut geöffnet. Danke dafür. Dann können wir tatsächlich weitergehen. Es müsste aber auch relativ zeitnah auch der nächste Stargazer schon auf uns warten. Oh Gott. Ich höre was, was du nicht hörst, wollte ich gerade sagen. So. Nein, tust du nicht. Oh was, ich weiß nicht, wie weit der werfen kann. Oh Gott. Okay. Aua, ist HP. Kannst du aufhören? Okay, ich gehe hier mal eben runter. In der Hoffnung, dass ich hier kurz sicher bin vor... Klar, ich bin absolut sicher. Junge! Du machst echt, wenn du mich mit dieser, mit diesem Ranlaufen erwischst, dann machst du mir echt Schaden. Böses, böses etwas. Da oben habe ich jetzt einen in Ruhe gelassen, das ist mir durchaus bewusst. Liegt aber daran, dass ich gerade einfach nicht sterben möchte. Im besten Fall. Hier ist eine Leiter nach oben. Schon wieder ein Schornsteintyp. Ausweichen. Nice. Nice. Ich sehe schon da den Typen, der bestimmt noch lebt. Oder lebt er noch? Bestimmt. Sollen wir uns kurz gucken, wo ich hier bin. Oh, da ist Big Babbo. Meine Louise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin ich auch bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern. Der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer im Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war, dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei. Wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe dich, Louise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Fuck. Ich glaube, hinter ihm ist irgendwo ein Stargazer. Was ist denn hier oben? Ja, ich wusste, dass du lebst. Gib mir mal ein bisschen... Ich brauche noch ein bisschen, um wieder eine Fiole zu bekommen. Das war jetzt nicht nett, dass du mich direkt wieder getroffen hast. Hier ist ein Loch. Ein Fallangriff. Ah, hat auch gut Schaden gemacht. Ich habe leider auch ein bisschen Schaden bekommen. Ah, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier ist da, wo ich gerade eben... Ja, genau, hier habe ich gerade die Notiz gefunden. Ich muss gestehen, ich will den gerade nicht herausfordern. Weil da der Stargazer ist! Ach, und jetzt ist der rot, oder was? Klar. Dann ist ja gut. Gott sei Dank. Gut. Ay caramba. Ich benutze den noch nicht, weil ich ganz kurz einmal zurück will, bevor ich die ganzen Leute wieder spawnen lasse. Kommst du gerade bis hierhin hinterher? Junge, 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 Junge. Alles gut bei dir.
So, ich wollte nicht wissen, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Hahaha. Seht ihr, deswegen wollte ich noch nicht. Ja gut. Kann ich darüber springen? Nee, kann ich nicht. Oh, ich hätte hier so einen coolen Sprungangriff. Oh nee, ich glaube nicht. Ist hier noch was? Nein. Gut. Dann, ja, ich habe jetzt nicht vor, mich mit dem anzulegen. Ich doch. Ah, fuck. Komm schon. Ich habe echt das Gefühl, dass Blocken unfassbar wichtig ist in diesem Spiel. Wichtiger als Ausweichen auf jeden Fall. Ein Lebensamulett. Okay. Hat sich das dafür gelohnt? Ist die gute Frage. Gibt es hier. Achso, Amulett. Richtig. Hat auch Gewicht. Erhöht aber maximale LP. Und wie viel? Steht da nicht. Nö. Um 12. Okay. 12 LP kriege ich dazu. Ja, nehme ich. Warum nicht? Allerdings werde ich tatsächlich einmal hier auf das mittlere wechseln. Weil ich will nicht zu schwer werden. Genau, ich will nicht zu schwer werden. So. Dann stargazen wir mal. Leveln einmal ab. Ich wollte ableveln. Ach, ich kann gar nicht ableveln. Ach, das... Wie finde ich denn das? Wir machen jetzt eh einen Cut, deswegen mache ich das mal eben. Aber das ist natürlich... meiner Meinung nach unnötige Ladezeit. Tatsächlich. Ist leider genau wie in Demon's Souls. In Demon's Souls hat man auch nur im Hub die Möglichkeit aufzuleveln. In Dark Souls etc. hat man ja dann die Möglichkeit, wirklich an jedem Leuchtfeuer aufzuleveln, was ich die wesentlich angenehmere Möglichkeit finde. Und ganz ehrlich, wir haben es eben gekonnt, weil wir noch nicht Sophia kannten, konnten wir eben schon am Stargazer uns hochleveln, können es jetzt nicht mehr. Was ist die Erklärung dafür? Sie hat eben gesagt, von wegen, sie hätte nicht genug Power, das lang genug zu machen, aber was ist die spielerische oder die entwicklerische Entscheidung, warum man das tun müsse? Ich kann mir nur ein einziges sinnvolles Szenario vorstellen und das ist, die Entwickler möchten sicherstellen, dass man immer und immer wieder zurück ins Hotel Krat kommt, weil da eventuell Sachen passieren oder sich ändern. Aber das werden wir noch sehen. Ich finde es halt ein bisschen unnötig zu laden. Immer und immer wieder. Finde ich... Ja, finde ich ein bisschen... schwierig. Aber gut. Ja, wir gehen weiter in die Entschlossenheit. Wir haben ja gelernt, Entschlossenheit ist nicht schlecht. An die Max-Ladegang gehe ich auch nochmal. So. Dankeschön. Und dann machen wir einen Cut. Und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.